Schauen Sie, das ist eine Seifenblase. Die Seifenblase wird aufgespannt durch ein gewisses Luftvolumen, das unter einem gewissen Druck steht, und sie hat eine hochkomplizierte Berandung und sie hat auch noch Innenränder, und man könnte sich vorstellen, dies ist ein ganz toller Freizeitpark oder was auch immer, ne? Und weil die Seifenblase ein Fluid ist, können wir genau sagen, wie groß die intermolekularen Beanspruchungen zwischen den einzelnen Molekülen der Seifenblase sind. Oder die Ingenieure sprechen hier von einer mechanischen Spannung, also der Spannung zwischen zwei Molekülen. Das kann entweder eine Druckbeanspruchung oder eine Zugbeanspruchung sein. Wenn Sie jetzt sagen würden, okay, das gefällt mir so wunderbar, ich mache das aus Glas. Und was eine Seifenhaut aushält, hält vielleicht auch eine 1 mm dicke Glasschale aus. Und ich schaffe die Fügetechnik und ich pumpe da Luft hinein und habe eine Traglufthalle aus Glas. Dann unterliegen Sie genau einem Fehler, dem alle Ingenieure unterliegen. Die machen eine Berechnung und sagen, das ist total top. Wir haben überall die gleiche Beanspruchung, deshalb kann das auch überall gleich dick sein. Dies ist eine Optimalkonstruktion. Und ich habe dann gesagt, die Hypothese ist ja, dass der Baugrund hier unten, die Fundamente, keinerlei unterschiedliche Nachgiebigkeit haben. Die müssen vollkommen homogen sein, was es in der Natur nicht gibt. Man sagt aber, der Baugrund ist einigermaßen homogen, da gibt es ein oder zwei Ziffern, dann wird der Computer gestartet, dann kommt das Ergebnis raus. Wenn es der Baugrund aber eine Reihe von Nachgiebigkeiten hat, wie kleine Torflinsen oder ähnliches, das heißt, sein beispielsweise kennzeichnender Wert von 100 auf plus minus 100 plus minus 5 schwankt, das wäre sehr wenig, dann haben Sie eine ganz andere Kraftverteilung in dieser Schale. Und dann haben Sie ja hier unter Umständen Beanspruchungen, die die Schale zum Einsturz bringen. Ja, das völlig Homogene, wie bei der Seifenblase, gibt es dann nicht mehr. Ja, aber was haben Sie denn dann da drin? Woher wissen Sie denn, wo welche Torflinse in diesem Baugrund ist? Und stellen Sie sich vor, Sie repräsentieren diese Fundamente, so habe ich das damals gemacht, 1987, durch 100.000 kleine Hydraulikzylinder, und Sie sind in der Lage, den Druck in den Zylindern zu manipulieren, dann ist die Frage, welche Spannungsfelder kann ich eigentlich da drin erzeugen? Und der Hintergedanke ist ja der, wenn Sie eine extreme Leichtbaukonstruktion machen, dann ist die genau für einen Belastungszustand optimal. Das heißt, für alle Beanspruchungen außer dieser einen, für die wir das Optimum gefunden haben, haben Sie eine suboptimale Konstruktion mit Spannungsspitzen überall. Dann habe ich gesagt, okay, wenn wir in der Lage sind, diese Hydraulikzylinder zu manipulieren, dann können wir da innen drin Spannungsfelder erzeugen, die genau diese Spitzenbeanspruchungen kompensieren. Das heißt, ich habe immer eine Seifenblase, egal was passiert. Das war die Erfindung des Ultraleichtbaus 1987. Weil damit können Sie 50% locker an Baumaterial sparen. Aber Sie müssen jetzt das beherrschen. Sie müssen nämlich sagen, diese vielen möglichen Laststellungen dieser Hydraulikzylinder, wie begreife ich das eigentlich? Das war ziemlich schwierig. Weil Sie haben jetzt auf einmal die Ansage, naja, es muss im Gleichgewicht sein, es darf sich nicht bewegen. Also haben Sie, sagen wir mal, 1000 Differentialgleichungen. Und dann sagen Sie aber, die Beanspruchungen, die müssen zwischen da und da liegen. Wir wissen nicht wo, kleiner als. Dann haben Sie nochmal 1000 Differentialungleichungen. Und jetzt müssen Sie einen Komplex von Differentialgleichungen und Ungleichungen enormer Größenordnung lösen, um die Mannigfaltigkeit herauszufinden und herauszufinden, wo müssen Sie stellen, damit Sie genau die Spannungsfelder erzeugen, die immer Homogenität sind. Aber das geht. Das haben wir gemacht. Mein Freund Oliver Sawotny ist da. Der hat das Ganze mit all seinem Können über Steuerungstechnik und Kybernetik und Programmieren in Partnerschaft mit uns gemacht und anderen Kollegen auch aus dem Maschinenbau, aus dem Flugzeugbau. Und dann haben wir diese sogenannte Smart Shell erzeugt, die über die Diagonale 14 Meter Spannweite hat, aber nur 4 Zentimeter dick ist. Und die genau deshalb stehen bleibt, weil der Lastfall, für den es entwickelt wurde, das Eigengewicht ist. Und wenn wir jetzt auf die rechte Seite jede Menge Schnee legen würden, dann würde die Schale kollabieren. Und was wir jetzt machen, ist mit einem Mechanismus von Sensoren stellen wir fest, dass es rechts schneit, ich sage das mal sehr umgangssprachlich,
Und dann verschieben wir diese Punkte hier im Millimeterbereich so, dass wir ein Gegenspannungsfeld erzeugen. Das heißt, das Ganze möchte so kollabieren und wir erzeugen etwas, was so kollabiert. Und die Summe von beidem ist null. Tolle Sache. Und dann haben wir auch mit großer Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und dem Sonderforschungsbereich dieses linke, das weiße, ein Testhochhaus gebaut, das mit Absicht natürlich dünn ist wie ein Spargel, damit es im Wind anfängt zu flattern und zu wehen. Und dann schauen wir, wie können wir mit den künstlichen Muskeln, die wir dort eingebaut haben, das jederzeit zum Stehen bringen. Also ein Erdbebenproblem, ein Windschwingungsproblem. Wir können das alles auf Null stellen, indem wir die Muskulaturen anspannen oder entspannen und so weiter und so weiter. Das können wir alles. Und es hat ganz tolle baupraktische Auswirkungen. Schauen Sie, das ist einer der Bauwerke, wo ich als Architekt tätig wurde. Mein Freund Helmut Jahn hat die Innenarchitektur gemacht. Und das ist ein Testturm, wo 250 Meter oberhalb und 50 Meter unterhalb, also 300 Meter Schaftlänge, Aufzüge ohne Seile entwickelt werden. Nach dem Magnetbahnprinzip, berührungslos rauf und runter fahrend. Also wenn Sie einen Testturm, wenn Sie die Aufzüge entwickeln und lassen die sausen, dann brauchen Sie eine Beschleunigungs- und eine Bremsstrecke und zwischendrin fahren die 70, 80 Stundenkilometer schnell. Und jetzt kann es ja sein, in Rottweil weht der Wind ziemlich heftig, Sie wollen aber gerade die Tests fahren, wo Sie das nicht benötigen. Dann stellen wir den Turm künstlich auf Zero-Schwingung. Das kennt man aus dem Erdbebenbereich her, aber wir haben das hier zur Perfektion getrieben. Und dann kamen die Thyssen-Ingenieure und haben gesagt, ja, aber wir wollen ja eigentlich auch testen unter Erdbebensituationen und in Rottweil gibt es keine Erdbeben. Und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt schon diesen gigantischen Aktor da drin haben, der den Turm einbremst, dann können wir doch das umgedreht machen und können den Turm beschleunigen. Und das machen wir jetzt auch. Ne? Das heißt, wir setzen den Turm künstlich in Schwingungen, um eine Situation zu simulieren für die Aufzugsfahrten, die einem Erdbeben entspricht. So, aus Stoff übrigens, ja? Eine Gebäudehülle aus Stoff. Wir nennen das Ultraleichtbau oder adaptive Konstruktion. Das sind Konstruktionen, die sich Beanspruchungs- oder Verformungszuständen so adaptieren, wie wir es wollen. Mit dem Ziel, Schwingungen, Beschleunigungen, Verformungen oder Spannungsspitzen zu reduzieren in ein Niveau, wie wir es wollen. Und das Ergebnis ist 50, 60, 70% Einsparung. Teilweise können wir Sachen machen, die sie in der Natur mit anderen Mitteln gar nicht machen können. Wir erzeugen das natürlich, indem wir mit Energie arbeiten. Ja? Immer dann, wenn wir es wollen, schieben wir Energie rein. Aber das ist relativ wenig. Das kann man gut vertreten. Bauen mit Energie heißt natürlich auch beispielsweise pneumatische Konstruktionen. Das war mein Erstlingswerk, damals noch im Büro meines akademischen Lehrers Jörg Schleich, wo ich dann in englischer Sprache auf der Basis nach französischen Normen das größte Luftkissendach aller Zeiten berechnet habe. 60 mal 90 Meter in den Abmessungen mit einer Tragfähigkeit von 360 Tonnen Schnee und 1 Millimeter dick. Und hier sehen Sie dieses ganze zauberhafte Arbeiten mit Stoff, bevor die Luft eingeblasen ist, nur ein bisschen drin ist. Da können Sie natürlich da rumlaufen in diesen Stoffgebirgen und die wabern über Sie drüber. Und da sehen Sie mich als junger Mann mit schwarzen Haaren. Unter mir ist 1 Millimeter Stoff und dann kommt 27 Meter freier Fall. Und dann kommt die Sandpiste, auf der die Gladiatoren verenden mussten. L'ingénieur responsable. Ich war der Einzige, der da hoch durfte, also legitim, ne? Aber wenn man mit Überdruck bauen kann, so prall gespannte Häute, dann kann man natürlich auch mit Unterdruck bauen. Und dann haben wir hier eine Unterdruckfassade gebaut, indoor, also noch nicht bewettert, und haben eine ganz einfache Folie genommen, haben die Sand gestrahlt, haben sie über ein metallisches Gerippe gezogen. Es war ein Ausstellungsstand der Firma, die das metallische Gerippe herstellt. Und haben den Sack aber zu groß gemacht, sodass beim Evakuieren riesige Mengen an Falten entstanden sind. Und dann war es meine Aufgabe, da herumzurennen, 2 Stunden lang und die Falten so zu ziehen, während sie noch nicht richtig fest evakuiert waren, dass sich ein Bild ergibt. Schauen Sie mal, das ist so eine Falte um ein Stahlrohr von, ein ganz ordinäres Stahlrohr von 20 mm Durchmesser. Und dann stelle ich mich da immer hin, wenn alles fertig ist und da ist die Messe. Das war eine Maschinenbaumesse, das heißt, das sind hauptsächlich Männer und die sehen alle gleich aus. Ne? Und total technisch. Und dann siehst du, dann gucken sie, dann sind sie ganz irritiert und dann gehen sie da hin
Und dann langen sie da an, was das ist. Und dann merken sie, das ist ungefähr so weich wie ein Pfirsich oder wie ein Kinderpo. Und dann lassen die gar nicht mehr los. Ne? Und dann merken sie mal, was das Taktile in der Architektur für eine Wichtigkeit hat und wie sehr wir die verloren haben. Und seither spreche ich von visueller Architektur, das ist die Architektur der Geometrien und der Farben, und der nicht visuellen, das ist die Architektur des Taktilen, des Odorischen. Als H.G. Merz auf uns zukam mit einem gewonnenen Wettbewerb für die Station Z, Überdachung, Konzentrationslager Sachsenhausen, hat er gesagt, ich brauche irgendwas, was komplett monochrom ist und ohne Details. Eine Konstruktion ohne Details, nichts sichtbar, keine Schraube, gar nichts. Und was wir gemacht haben, war eine große Stahlkonstruktion, die alles überspannt, haben dann da Gitterroste draufgelegt, oben und unten, und haben dann riesige vorkonfektionierte Stoffteile mit 2.000 bis 3.000 Quadratmeter Größe drüber gespannt, befestigt und haben die Luft rausgesaugt. Perfektes Recycling, weil sie gehen da innen rein, das ist die Decke, und das Textil, was Sie hier sehen, das wird mit Unterdruck dort gehalten. Und wenn Sie das Haus abbauen wollen, dann schalten Sie die Druckpumpe ab, dann segelt es ganz langsam runter, dann können Sie den Stoff recyceln, dann können Sie den Stahl recyceln und dann haben Sie eine perfekt ephemere Konstruktion. Schauen Sie, es geht auf den Forscher Darcy Thompson zurück, Anfang des 20. Jahrhunderts, der eine Analogie gefunden hat zwischen der Spongiosa, das sind diese feinen knochenschaumartigen Strukturen in einem menschlichen Oberschenkelknochen, und der aus der technischen Wiegelehre bekannten Trajektorie, das heißt, es sind die Linien gleicher Hauptspannungsrichtung. Und man hat dann gesagt, die Natur ist total klug, weil die baut diese Spongiosa-Zellen so, dass sie den Hauptspannungsrichtungen folgen, und dies ist das Optimum. Die Natur ist natürlich nicht klug, weil diese Exzentrizität zwischen Krafteinleitung und Kraftausleitung, die durch diesen Kink hier entsteht, die hätte man auch anders lösen können, dann hätte man die Spongiosa nicht gebraucht. Aber jetzt sagen wir mal, okay, that's a given, wir müssen das Problem jetzt eben lösen. Und dann kam ja die Idee, ja, wenn das so wunderbar ist, dann machen wir das mit Beton. Und dann sind wir so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Bauteil links aus Beton mit punktuellen Krafteinleitungen, vollkommen inhomogene Beanspruchungszustände, und die homogenisieren wir jetzt, indem wir dort Öffnungen einbauen, unterschiedlicher Größe, und 50% Gewicht sparen. Und dann kommen wir wieder ans Minimum. Was Sie hier sehen, ist eine Betonkonstruktion, die Stützen sehen Sie nicht, von ungefähr 4 Meter Spannweite, 4 mal 4 Meter mit 15 mm Dicke. Und der größte Teil sind Löcher. Das funktioniert. Man muss es nur denken, umsetzen, machen und verantworten. Aber es geht. Aber von hier in die dritte Dimension zu gehen, also beispielsweise solche dicken Decken oder Wände oder Stützen oder sonst was auch, ich nenne das die Optimierung des Innenraumes, mit Hohlräumen so zu versehen, dass es schaumartige Strukturen sind, was man von außen nicht sieht, aber von innen sehr wohl sehen würde, könnte man da hineinkriechen, also beispielsweise sowas aus Beton. Da haben wir relativ lang gearbeitet, bis wir es dann herausgefunden haben. Indem wir gesagt haben, wir stellen Hohlkörper her, natürlich auch aus Beton, Kugeln unterschiedlichen Durchmessers, die können auch deformiert sein. Die haben nur eine Wandstärke von 2 mm vielleicht, das ist die Dissertation Schmer. Und die schachten wir so gegeneinander, übereinander, dass wir eine Unmenge von Hohlräumen haben. Aber die Bereiche zwischen diesen Hohlräumen, das Material, was beim Eingießen des Betons verbleibt, das ist strukturell optimal platziert. Und dann zeige ich Ihnen hier, vielleicht nicht als spektakulärstes für jedermann oder für die Presse, aber wissenschaftlich absolut spektakulär, einen Balken, der nur noch halb so viel wiegt, bei gleicher Leistungsfähigkeit. Durch ein geschicktes Anordnen von Hohlräumen, großen und kleinen, innerhalb der Balkengeometrie. Also die Optimierung des Innenraums, von außen typischerweise nicht sichtbar, mit der Zielsetzung der Gewichtsersparnis und damit der Energieersparnis bei der Herstellung und der Emissionsersparnis bei der Herstellung. Und wenn Sie hier 50% sparen, stellen Sie sich vor, Sie stellen 4 Milliarden Tonnen Zement im Jahr her. Und Sie sagen jetzt, wenn wir für die dritte Welt auch so viel brauchen, dann sind es 8, aber wenn wir alle Gradientenbeton machen, sind es wieder nur 4. Das wär's doch.